Wir spielen von Georg Kreisler 4 Lieder. Und da begeben wir uns ja in die sogenannte U-Musik, die Unterhaltungsmusik. Und nach der Pause spielen wir die große 5. von Peter Tschaikowski. Und da sind wir dann tief in der sogenannten E-Musik, ernsten Musik. U-Musik steht für Unterhaltungsmusik. Nun ist es aber so, dass eigentlich die U-Musik versucht uns mit viel Leichtigkeit, mit leichter Musik, unterhaltender Musik, Abgründe und sogar die bösartigsten Seiten der Menschen zu zeigen. Und umgekehrt, die ernste Musik, wie Tschaikowskis 5., er versucht mit seiner Sinfonie uns Hoffnung zu geben und uns aus eigentlich einem tiefen Tal herauszuholen, in Höhen, wo wir wieder zufrieden und mit Freuden leben können. Georg Kreisler, der macht was ganz Besonderes. Der schreibt Texte zu seinen Liedern, wo wir uns manchmal ertappt fühlen. Also er spricht Dinge aus, die wir vielleicht schon gedacht haben, aber niemals sagen würden, weil das ist quasi uns unangenehm, weil das ist die ganz böse und bösartige Seite, die wir in uns haben. Es ist sehr, sehr sarkastisch. Tauben vergiften im Park. Wie oft war ich schon in einer Stadt und habe mich über die Tauben aufgeregt? Und er spricht es aus, sagt einfach, komm, wir gehen, schönes Wetter, wir gehen raus, gehen wir ein bisschen Tauben vergiften. Oder please shoot your husband. Ist auch so eine sehr einfache Lösung. Einfach die Idee von, ja, bring ihn doch um, dann wird es alles einfacher für uns. Diese einfachen Lösungen, die spricht Kreisler aus mit einem Sarkasmus, sodass einem sofort klar wird, dass die einfache Lösung sicher nicht die richtige Lösung ist.